Und dieses Buch hat eben hier in einem Monat 3.143 Euro gemacht. Da können wir uns auch einmal hier die Verkaufsgrafik anschauen. Ich lade jede Woche 3 bis 4 neue Videos zum Thema Amazon KDP hoch. Also wenn du kein neues Video verpassen willst, dann klick im besten Fall jetzt auf Abonnieren. Vielen Dank. Heute will ich mal wieder eine neue Nische vorstellen, eine neue Art von Buch, die ihr auch umsetzen könntet für euer Amazon KDP Business. Kurz für alle, die nicht wissen, was ist Amazon KDP. Also an sich erstellen wir hier eine fertige PDF-Datei, also ein Buch. Dazu noch ein Buchcover mit Buchformatierung. Laden das Ganze hier bei Amazon KDP hoch. Dann wird das Buch gelistet, wie wir hier es auch sehen. Und wenn das Buch gekauft wird, wird es automatisiert von Amazon gedruckt, verschickt. Und wir bekommen dann immer unseren Gewinnanteil, der ist so im Schnitt bei 4 bis 5 Euro pro Buchverkauf. Also insgesamt lohnt sich das System. Und was wir uns heute anschauen wollen, sind jetzt mal keine Kochbücher, sondern eben Rezeptbücher für Getränke. Also es müssen nicht mal nur Rezepte sein, sondern es kann auch indirekt was zu tun haben mit Getränken, wie zum Beispiel hier Heilpflanzen, die man zum Beispiel dann ins Wasser reinmischen kann, aber eher so die Pflanzen an sich erklärt werden. Hier haben wir auch Rezepte für Getränke, die jetzt auf irgendwie Harry Potter bezogen sind zum Beispiel. Oder hier so Smoothies, Cocktails und so weiter. Da gibt es wirklich extrem viel. Und was ich halt so gemerkt habe, die meisten sind immer noch so auf Kochbücher aus, aber haben noch gar nicht wirklich die Getränke, also die Rezepte für Getränke für sich entdeckt. Und ja, dazu können wir uns ja einfach mal hier so ein Smoothie-Kochbuch anschauen. Wie ihr seht, das Buchcover ist wirklich nichts Besonderes. Also man kann es auf jeden Fall auch besser designen. Und jetzt sehen wir hier direkt oben die Einblendung von Helium 10. Und was wir dort sehen, ist, dass das Buch sich 630 Mal verkauft hat in den letzten 30 Tagen. Also wirklich extrem gut. Wir können auch hier von Helium 10 die X-Ray-Einblendung mal uns anschauen, wenn wir das Buch mal genauer analysieren würden. Weil dort sehen wir eben klar hier die Verkaufszahlen, aber auch den Umsatz. Und dieses Buch hat eben hier in einem Monat 3.143 Euro gemacht. Da können wir uns auch einmal hier die Verkaufsgrafik anschauen. Denn man muss auch dazu sagen, das Buch hat jetzt auch von der Black Friday oder der Black Week profitiert. Die war hier in dem Bereich. Und da sehen wir einfach 30 Verkäufe in einem Tag extrem gut. Wenn wir uns mal jetzt hier die komplette Zeit anschauen, sehen wir einfach hier im Oktober ein Tief. Dann hier Januar wieder ein Hoch. Also viele fangen ja auch an, so Anfang vom Jahr irgendwie zu fasten oder abzunehmen. Und dann kaufen sie eben auch hier so ein Smoothie-Buch. Falls ihr noch kein Helium 10 habt, also hier das Nischenanalyse-Tool, mit was ich nachschauen kann, wie viele Verkäufe macht das Buch, ist es profitabel, dann habe ich es mal verlinkt in der Videobeschreibung. Und wenn ihr dann den Code GELAKADEMIE10 anwendet, bekommt ihr auch noch 10% und das jeden Monat. Also es lohnt sich. Ja, wie würden wir so ein Buch erstellen? Also wir könnten auf der einen Seite es selber schreiben, dann könnten wir auch Leute beauftragen, auf Fiverr zum Beispiel, die für euch den Text schreiben, recherchieren, alles machen. Aber was wir natürlich auch machen können, ist hier auf ChatGPT zu gehen. Das wäre so für den Anfang die einfachste Variante. Man kann das ganze Amazon KDP Business auch so ausbilden, dass man irgendwann auch mit Leuten zusammenarbeitet, Influencer, die irgendwie Rezepte nachkochen und so weiter, dass man mit denen Kooperation angeht, dass ihr zum Beispiel das Buch alles erstellt, formatiert, vermarktet, aber ihr bekommt dann sozusagen einen Gewinnanteil von zum Beispiel 20%. Aber für den Anfang, wenn man es einfach mal ausprobieren will, mit wenig Budget, einfach mal hier ChatGPT verwenden. Was gebe ich jetzt hier ein? Also grundsätzlich würde ich mal anfangen, dass ich sagen würde, hey, schreibe ein Inhaltsverzeichnis für ein Smoothie-Kochbuch und dann kann ich mir eben einzelne Rezepte schreiben lassen, die eben im Inhaltsverzeichnis aufgeführt werden. Ich schreibe es auch mal hier so, schreibe mir ein Smoothie-Rezept und dann können wir mal schauen, was ChatGPT dort schreibt. Ich habe hier die 4er-Version, die kostet, glaube ich, 19 Euro sind es im Monat. Aktuell ist das Problem, dass man sich auf eine Warteliste, setzen muss. Da habe ich jetzt gerade auch eine Coaching-Teilnehmerin gehabt. Die wollte sich ChatGPT 4 holen und das ging dann leider nicht, weil wir wollten eben damit auch Bilder erzeugen für das Kochbuch. Aber da gibt es auch noch die 3.5er-Version. Da müsst ihr vielleicht manchmal ein bisschen länger warten, bis es den Text erstellt hat, aber
Es geht natürlich auch. Ja, und jetzt hat es mir hier die Zutaten geschrieben, die Zubereitung. Hier muss man wirklich dann schauen, was gibt man ein. Also wenn ich das Rezept hier eingebe, habe ich eine genaue Bezeichnung von dem Rezept durch das Inhaltsverzeichnis, was davor ChatGPT mir erzeugt hat. Was ich noch gerne dazu schreibe, wäre, sage mir die Zubereitungszeit, wie viele Kalorienangaben, für wie viele Personen, auch hier die ganzen Grammanzahlen, dass halt möglichst viele Daten gezeigt werden und das Rezept möglichst genau geschrieben wird. Ja, jetzt haben wir den Textinhalt, aber was wir natürlich auch haben wollen, sind Fotos. Es gibt noch viele Leute, die einfach nur so Schwarz-Weiß-Bücher verkaufen, bei denen nicht mal Darstellungen drin sind. Wir wollen wirklich ein fertiges Rezept haben und auch ein passendes Foto dazu. Das heißt, wenn wir hier jetzt ein Rezept erstellt hätten, Fruchtspinat-Smoothie, können wir auch hier schreiben, erstelle hier ein Foto von einem grünen, ja, einfach mal Spinat-Smoothie mit Früchten. Wir können es da extrem gut darauf beziehen, was wir davor generiert haben und haben deswegen auch dann ein perfektes Bild zu dem Rezept. Ich gehe jetzt mal hier auf Enter. Da ist es allerdings so, dass ihr, wenn ihr die 4er-Version nicht habt, könnt ihr jetzt keine Fotos direkt im Chat erstellen. Deswegen müsst ihr euch auf die Warteliste setzen lassen oder ihr nehmt einfach dann extern DALL-E 2 und erzeugt dort eure Fotos. Falls ihr aber jetzt wirklich schon ChatGPT 4 habt, dann nutzt auch die Version. Damit kann man echt extrem gut und extrem schnell so ein fertiges Kochbuch herstellen. Und jetzt haben wir das Foto fertig. Wir haben hier den Smoothie. Man sieht das Grüne, hat auch noch ein Topping oben drauf mit den Früchten. Die Früchte noch außen rum. Man könnte auch sagen, erstelle das Foto hier im 6 zu 9 Format oder 9 zu 6 Format, so wie ihr es halt braucht. Aber hier jetzt mal ein Punkt. Ich habe schon oft gehört, hey KI, was ist es eigentlich? Ist doch eigentlich voll der Betrug, was mit KI zu machen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn man jetzt hier dieses Foto sieht, man sieht keinen Unterschied zu einem echten Foto. Und ich finde, man soll ja einfach der Person, die das Rezept durchliest, eine Vorstellung da bilden, wie es eben aussehen könnte. Und wenn das Foto genau das erfüllt und auch extrem schön ist, das ist ja ähnlich, als hätte jemand irgendwas von Hand gezeichnet oder designt, das könnte man ja auch veröffentlichen. Deswegen finde ich das absolut vertretbar, dass wenn man hier ein Rezept schreibt, ein schönes Foto dazu hat, das alles dann mit einer schönen Formatierung macht, Buchcover, ein gutes Paket mit 150 Seiten. Man hat eben die Prozesse beschleunigt, hat es effizienter gemacht und kommt eben so schnell an so ein Buch. Und wenn die Leute halt nicht mit der Zeit mitgehen, sondern noch selber die Wörter tippen, Sachen nachsuchen, dann sind die auch irgendwo selber schuld. Man muss mit der Zeit gehen, dadurch wird man schneller, effektiver und dadurch wird man auch belohnt. Und ich finde halt, wenn dann Leute sowas kritisieren, dann denke ich mir immer so, hey, ihr habt es wahrscheinlich selber noch gar nicht probiert oder ihr verdient wahrscheinlich noch gar kein Geld hier mit Amazon KDP, aber macht es doch einfach mal, probiert es doch selber mal und dann seht ihr, dass ihr damit auch Erfolg haben könnt. Und das sieht man ja auch hier in dem Dashboard, wir haben jetzt gerade mal mittags und ich habe jetzt hier heute schon einen Gewinn gemacht von 91,33 €, 15 Bestellungen. Wieso Gewinn? Weil ich eben aktuell gerade keine Werbung schalte, weil alle Bücher bei mir organisch extrem gut oben ranken und ich brauche es aktuell gerade keine Werbung zu schalten. Und es ist ja so, dass ich hier die Tantiemen bekomme. Das heißt, Versandkosten, Buchdruck, der Teil von Amazon ist da ja davor alles schon abgezogen. Das heißt, das bekomme ich hier direkt überwiesen auf mein Konto und habe so an sich keine Kosten mehr. Ja, und passend dazu habe ich jetzt auch ein neues E-Book rausgebracht, komplett kostenfrei. Da habe ich nochmal in 10 Schritten detailliert erklärt, wie genau das Prinzip von Amazon KDP funktioniert. Ihr könnt gerne mal hier einfach eure Daten eingeben, E-Mail-Adresse und dann schicke ich das Buch euch automatisiert zu. Und falls ihr Interesse habt, es wirklich auch so ein KDP-Business aufzubauen, empfehle ich immer im ersten Schritt, schaut erst mal meine Videos an. Ich habe da wirklich extrem viel Gratis-Content schon hochgeladen. Natürlich nicht alles, weil sonst würde ich ja schon alles freigeben, was ich so wüsste, aber wirklich einen Großteil. Und wenn ihr dann sagt, hey, ich habe jetzt wirklich Interesse, da was aufzubauen, mir ein passives Einkommen aufzubauen, dann schreibt mir einfach mir auf Instagram. Da können wir dann einen Termin ausmachen für ein kostenloses Erstgespräch. Einfach 15, 20 Minuten, dass ich euch mal erkläre,
wie das ganze Coaching funktioniert, wie viel es kostet und dann können wir auch damit beginnen. Das heißt, wir bauen dann von A bis Z ein fertiges Buch auf. Ihr bekommt wirklich rund um die Uhr 1 zu 1 Support für die Fragen, machen dann auch Zoom-Calls in regelmäßigen Abständen, um halt hier die Zwischenstände uns anzuschauen, was können wir verbessern, um so eben ein komplett fertiges Buch inklusive Marketingstrategie auf den Markt zu bringen. Ja, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, gerade zum Thema Amazon KDP, dann lasst doch gerne ein Abo da, würde ich mich echt extrem freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Video. Ciao.